So, das ist jetzt ein kleiner Schulungsfilm, wie man nicht Standardformate einscannt. Scan Gear starten mit einem Einfachklick. Wichtig ist hier oben links. Da haben wir einmal, wenn das farbige Fältchen oben links ist, das ist für Filme. Und wenn ich da einmal draufklicke, dann wechselt es nach unten rechts und unten rechts ist für Papier. Darum habe ich hier auch eine andere Ansicht. Ich gehe also auf Film. Ja, ich muss hier draufklicken, damit das farbige Kästchen oben links ist. Das ist wichtig. Damit fängt man an. Wenn hier noch etwas im Bildschirm ist, was ich löschen will, klicke ich hier einmal auf Standard. Dadurch setzt Einstellungen auf Standard zurück und löscht das Vorschaubild. Okay. Dann springt das automatisch wieder auf Benutzer definiert. Dann gehe ich einfach von oben nach unten durch. Wenn hier Auflagefläche steht, ist das falsch. Denn Auflagefläche heißt, ich scanne ein Stück Papier. Ich will aber einen Film scannen. Ich habe jetzt eingelegt einen Farbpositivfilm, also ein großes Dia. Dann habe ich hier den Modus Farbe. Hier die Auflösung 1200 dpi. Das sollte normalerweise reichen. Bei einem Bild schlechter Qualität könnte es auch hochgesetzt werden. Und dann gehe ich einfach weiter runter. Das bleibt alles Standard, Standard, Standard. Und ich gehe auf Vorschau. Ja, das ist jetzt wieder auf Papier gesprungen. Warum weiß ich nicht. Also schalte ich das wieder um. Dann sehe ich die Dias. Und diese Rahmen hier, das ist das, was der Scanner in der Vorschau erkannt hat. Wenn das nicht ganz übereinstimmt, kann ich es ganz normal noch hin und her schieben. Jetzt auf Scannen. Und die Bilder werden eingescannt. Das war es dann schon.